Einen gewissen Aufschwung haben wir im Nachwuchsfußball zu verzeichnen, erfreulicherweise. Viele Talente schafften doch relativ schnell den Sprung in die Oberliga bzw. die Auswahl. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung, Manfred Zapf? Ich möchte das bestätigen. Wir werden natürlich dort nicht selbst zufrieden, weil wir immer wieder auch betonen, dass die Quantität der Kader noch nicht ausreichend ist, um die vielen Auswahlmannschaften mit qualitätsgerechten Kadern aufzufüllen. Aber es hat sich aus meiner Sicht dort auch einiges bewegt. Das belegen eindeutig die Platzierungen bei Junioren-Europameisterschaften der 18- und 16-Jährigen, die Ergebnisse bei den Jugendwettkämpfen der Freundschaften und darüber hinaus auch das Angebot an Kadern für Auswahlmannschaften im Männerbereich und auch in den Oberliga-Vertretungen. Das ist positiv. Und ich erinnere bloß an solche Kader wie Kirsten, Thom, Stübner oder auch Kracht, Sammer, Steinmann, wo wir nicht unzufrieden mit deren Entwicklung sind. Wie gesagt, es ist insgesamt von der Quantität noch zu wenig. Wir müssen jetzt gemeinsam mit den Clubs darauf achten, dass wir diese jungen Spieler auch groß kriegen, dass wir sie einerseits fördern, dass wir sie aber auch nicht verheizen, dass wir die nötige Geduld mit ihnen haben, aber andererseits natürlich auch nach dem Prinzip der Förderung mit ihnen hart und konsequent arbeiten. Das bedeutet, dass wir einmal von den Spielern viel verlangen, dass aber auch Trainer bereit sind, über das Maß hinaus mit diesen jungen Spielern weiterzuarbeiten. Matthias Sammer ist also ein solcher Spieler. In der zurückliegenden Saison konnte er sein Talent schon beweisen. Diese jungen Leute müssen aber auch stabil werden in ihren Leistungen. Zum Kreis der nachrückenden Talente zählt auch Rico Steinmann vom FC Karl-Marx-Stadt. Andere Spieler wurden bereits genannt. Auf sie müssen wir in der nahen Zukunft bauen können. Tja, junge, begabte Burschen, die, wie Manfred Zapf betonte, hart gefordert werden müssen, aber andererseits auch vor gemeinen Fouls durch die Schiedsrichter geschützt werden müssen.